Guten Tag, ich bin das Ding und herzlich willkommen zur dritten Folge von den Anarchisten. Ja, wir machen gerade, vor sich ist die Mutter der Porzellankiste. Wir sollen drei Schiffbrüchige zu Herr Archibald bringen. Das ist jetzt nicht so interessant. Wir haben vor kurzem eine Quest von ihm gemacht und direkt zu Anfang der Folge würde ich sagen, hören wir uns nochmal seine Propaganda an. Die Welt da draußen ist verdorben. Die Welt da draußen verabscheut freie Menschen wie euch. Ja, das war ziemlich kurz. Wir müssen grausam sein, meine Freunde. Die Welt dort draußen ist grausam. Sie ist okay. Unerträglicher, als ihr es euch in euren dunkelsten Stunden ausmalen könnt. Wir müssen grausam sein, okay. Er baut auch viele Schulen, um die Kinder ziemlich früh zu beeinflussen, ne? Zwei Schulen in den kleinen Bereich. Da würde eine mehr als locker reichen. Würde ich mal einfach sagen, das ist der Gedanke dahinter. Und wir müssen unsere Stahlproduktion ans Laufen bringen. Machen wir mal direkt weiter. Mit einer kleinen Unterbrechung. Namensvorschläge für die Stadt. Daxtrose hat gewonnen. Goldstein. Das ist eine Stadt aus dem Buch 1984. Ich finde, das passt ganz gut. Ja, wir werden später noch andere Inseln haben. Vielleicht übernehme ich da noch andere Vorschläge. Es waren ein paar gute dabei. Aber ich habe mich jetzt dafür entschieden. Und danke an dieser Stelle für die Schiff vom Kommentare. Stapel gelaufen. So, unsere Schiffe laufen vom Stapel. Wir helfen, wo wir können. Wir wären dann soweit. Die beiden können dann verkauft werden. Flotte unterwegs. Neben all den anderen Spitznamen haben wir Oh, begonnen, sie unseren die haben ja eindeutig zu nennen. einiges verändert, dass das viel extremer ist mit den Zeitungsartikeln, ne? Wir nehmen Einkommen minus 10. Wir nehmen wieder die Arbeitskräfte. Ich kann nicht glauben, wie, dass ich nicht von selbst darauf gekommen bin. Moment, und ich nehme das. Manchmal ist Ja. weniger mehr. Ein bisschen mehr Einkommen, das kann War am das Anfang jetzt nicht schon schaden. Zensur oder Zur bloß Stelle. Politur? Wer kann es schon sagen? Moment, wo muss ich hin mit der Quest? Hier hin. Steuermann! Und du bist die 2. Du bist die Sie 3. haben es in vollen Zügen genossen. So verkaufe ich die auch nicht aus Versehen. Das macht mich froh. So, du kaufst mal eben hier ein. Stahl. Pflicht Ziege. erfüllt. Zeit für ein Ja. Nickerchen. Und ich glaube, der Typ hat wieder eine Koordinaten Quest. gesetzt. Guck mal direkt mal. Ja. Ich kann dir sagen, Abholaufgabe. Geh da raus und tu es. Sei impulsiv. Okay, das darf die Nummer 2 machen. Wir haben schon wieder 17.000 dank den ganzen Quests. Das ist sehr gut. Aber jetzt weiter hier. Ich habe die Feuerwehr natürlich nicht vergessen. Eine Feuerwehr muss auf jeden Fall hier hin. Oh, die passt noch dahin, ohne dass er das beeinflusst. Das ist sehr schön. Und Material. Ein Stahlwerk schon mal. Moment, das kommt eins weiter hier hin. Und wir haben zu wenig Arbeiter natürlich. Und kein Holz mehr. Oh, Entschuldigung, dass die Nase ständig juckt. Ich weiß, ich soll mich nicht entschuldigen, aber es ist der blöde Heuschnupfen. Der hat gestern richtig zugeschlagen. Gestern Abend ging gar nichts mehr. Also ich bin eigentlich so ein Mensch, 0 Uhr, 1 Uhr irgendwie ins Bett. Absoluter Nachtmensch. Gestern bin ich um 9:30 ins Bett und habe 14 Stunden durchgeschlafen. So fertig war ich. Das war schon ein bisschen heavy. Mal eben hier gucken, er repariert sich so langsam wieder. Gott richtet jene, die etwas zu verbergen haben. Ja, wir haben aktuell Geldprobleme. Können wir hier nichts kaufen. Ich würde auch mal sagen, dann schicken wir so lange das Schiff wieder nach Hause. So. Wir haben nur 100 Arbeiter, obwohl ich so viel habe aufsteigen lassen. Okay. Schiff
vom Stapel gelaufen. Aber Konto läuft voll. Lass ich mal aufsteigen. Oh. Komisch, immer wenn ich die Aufnahme starte, wird es besonders schlimm mit der Nase. Oder es fällt mir einfach vorher nicht so auf. Ich muss hier mal ein paar Steinstraßen ziehen, dass ich mehr Häuser dran bauen kann. Ja. So. Und dann gleich mal bei den Bedürfnissen gucken. Ein Stahlwerk. So, weiter ausbauen. Wie sieht's aus mit Schnaps? Fisch geht runter. Okay. Machen wir hier mal ein paar Fischhütten. Und dann mache ich gleich auch noch Schnaps. Fangen wir mal hier links an. So. Oh, einen kleinen Moment. Entschuldigung. Ist echt schlimm. So, Schnaps. Der Wind hat sich gedreht. Ladung aufnehmen. Nummer 2 war das, ne? Ja. Und wo müssen wir das jetzt hinbringen? Hier hin. Einen Brief. Das verheißt nichts Gutes, glaube ich. Einladung zu Dr. Hugo Mercier. Okay. Wer zuletzt lacht? Dr. Mercier hat nicht vergessen, wie seine Kollegen an der medizinischen Fakultät über seine anarchistischen Ideale gelacht haben. Doch nun, wo seine Träume Wirklichkeit geworden sind, hat er beschlossen, ihnen eine freundliche Einladung zukommen zu lassen. Das klingt, als könne er es kaum erwarten, ihre Mienen zu sehen. Ich glaube, das wird nicht so gut, ne? Utopisch, naiv, kindisch, lächerlich. Ach, wie es die Lackaffen an der medizinischen Fakultät genossen haben, meine Ideale zu verspotten. Aber ich war schon immer ein besserer Mensch als Sie. Ja, ich werde Ihnen meine Türen öffnen und Sie betrachten lassen, was Sie einst verlacht haben. Überbringen Sie Ihnen diese förmliche Einladung. Er ist irgendwie eher ein Diktator, ne? Okay. Kleidung sieht ganz gut aus. Wurst nur noch stabil. Okay. Vom Stapel gelaufen. Ja, dann mache ich hier mal noch einen Wursttyp mit. So, ne? Ja. Dann kann hier hinterher noch einen so einen Schweinehof hin. Optimal ausnutzen. Zumindest versuchen. Fast 3000 Bewohner, schon 781 im Plus. Wie viel gibt denn die Zeitung? 230, das kann sich sehen lassen. Und ich habe gerade beschlossen, ich mache die Webcam wieder aus. Facecam, weg damit. Das ist sonst unangenehm für euch. Mit diesen blöden Heustupfen. So, fehlende Waren. Ich mache mal kurzfristig... Die Leute sind nicht zufrieden. Kirche fehlt. Oh. Das kann man doch direkt ändern. Bauen wir eine Kirche. Nur ein Schaf würde mähen und nicken. Na, er mag es nicht. Das haben wir uns verdient. Ja, das habt ihr euch verdient. Entschuldigung, ich bin ans Mikro gekommen. Wir haben genug Arbeiter. Wir können wieder ein Stahlwerk bauen. Dafür fehlen jetzt natürlich die Ziegel. Kanonengießerei. Müssten doch eigentlich da dran passen, ne? Ja, genau. Machen wir mal hier. Nee, das ist blöd.
Hier mache ich das Lagerhaus. Und Stahl. Wir kriegen jetzt reichlich Stahl. Stillgestanden. Der Admiral. So, die beiden dürfen auch verkauft werden. Die anderen beiden sind gerade da. Schoner steht bereit. Wieso geht das wieder nicht? Sehen Sie? Ah, jetzt. Ich... Sir Archibald. Dann gehe ich auf die Schiffwerft und schicke die Schiffe auch direkt darüber. Ist einfacher. Was ist das denn für eine Quest? Mein Magen spielt wieder verrückt. Ich muss mir das... Und Abmarsch. Bretter, die haben wir. Vermute ich mal. Ich vermute es mal einfach. Flaggschiff steht zu Diensten. Ja. Nehmen wir mal einfach 50 mit und schicken die hier rüber. Ruder! Was kriegen wir dafür? Fast 5000 Dollar. Und dieses Item, was über 10.000 bestimmt wert ist. Was ich aber an meiner Fregatte, glaube ich, dran lasse. Ist ja keine an den imperialen Führungsschiff. Plus 30% Trefferpunkte und weniger Schaden und Gefechtskunde. Das liest sich ganz gut. Immer noch zu wenig Schnaps. Der läuft gleich leer. Halleluja, Leute. So. Ja, ich weiß, ich könnte die Felder ausfüllen hier. Mache ich aber nicht. Da kommen später Bäume rein für Attraktivität oder irgendwas anderes. Jetzt gehe ich mal auf die Kartoffelfelder. Ein Feuer ist ausgebrochen. Und erhöhe das um 5%. Und wir haben Feuer. Oh. Feuerwehr, kommt dran. Alles gut. Mobilisieren. Die Leute sind auch wieder glücklich. 21 ist zwar nicht das meiste, aber reicht. Und wir haben nur zu wenig Arbeiter, weil es am Brennen ist. Aber wir gönnen dem mal noch eine Feuerwehr. Schadet ja nicht. Wobei, die würde ich noch weiter runtersetzen. So. Ja, es wird langsam. Wie sieht's denn aus mit der Quest? Das Schiff ist jetzt gleich da. Neue Befehle? Mit dem Brief. Ein funkelndes. Ich finde es immer noch schade, dass ich Gebäude nicht auf eine Ziffer legen kann. Ne, geht immer noch nicht. Dass ich dann einfach die 3 drücke und dann eben Schiffe produziere und nicht jedes Mal dahin muss, anklicken etc. Das ist bei Warcraft 3 besser gelöst. Zur Stelle. Hast du erreicht, wonach es dient? Du bist ein Macher. Und 3 Ruf wieder. Sind Macher. Koordinaten gesetzt. Anarchisten sind Macher. Ich finde nicht, dass er ein Anarchist ist. Finde ich echt nicht. Diplomatie, wie sieht's denn aus? 79. Anarchisten lieben die. Allianz suchen, immer noch unmöglich, okay. Wir haben ja Zeit, ne? Wir haben Zeit. So. Heute haben wir Samstagmittag gerade. Ich verbarrikadiert. Luftreiniger an. Und heute werde ich mir jetzt noch Videos aufnehmen. Hier haben wir wieder zu wenig Lagerhäuser. Okay. Eine Kanonengießerei schon mal bauen. Nochmal bei ihm gucken, was er so macht. Propaganda eben. Es sind Spione der Krone unter uns. Seht genau hin. Ihr wisst, wen ich meine. Wir müssen aufmerksam sein, meine Freunde. Die Welt dort draußen. Ja, okay, jetzt wiederholen sich langsam die Sprüche immer. Er fängt an mit Steinstraßen so langsam.
Ich bin mal gespannt, ob wir diese Propagandatürme auch später bauen können. Das wäre nice. Oh, er baut aber heftig Abwehr. Für einen Stufe 2 Charakter. Sie sind frei. So früh. Das ist echt heftig. Auf jeden Fall. Ja, komm, Stadt vergrößern. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit nur sinnlos hier hin und her schwanken. Den Platz lasse ich noch. So. Denn wir brauchen Fortschritt. Hatte ich nicht hier ein Schiff mit Waren? Jona steht bereit. Ja, 50 Tonnen Ziege, die können wir sehr gut gebrauchen. Zur Stelle. Alles im Namen Ihrer Majestät. Mhm. Lassen wir mal noch. Aber was fehlt uns denn jetzt alles noch? Immer, wenn ich nachdenke, werde ich irgendwann. Und eine Schule. Die Schule kann ich schon mal bauen. Ich vermute mal, dass er mag, wenn wir Schule bauen. Wenn wir eine Schule bauen. So. Bringen Sie frohe Kunde? Ja. Wenn ich mir diese kleine Flapsigkeit erlauben dürfte. Allererste Sahne. So, wir haben das Item. Steuermann? Und wir kaufen hier Materialien. Für diese Insel. Schiff vom Stapel gelaufen. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich Bier hier auf der Insel baue oder hier hinten. Ich würde sagen, wir bauen es direkt hier, ne? Zumindest Hopfen und Getreide. Moment mal eben gucken. Bauern. Bauern. Arbeiter. Ja, Hopfen und Getreide werden wir hier anbauen für Bier. Und das dann rüberkarren. Ein königlicher Handel. 91 Holz. Wurden gelöscht. Da kommen die 4 Holz, verkaufe ich. Mit dem größten Vergnügen. Und 50 Ziegel mal einfach dabei. Und hier hinfahren. Sind unterwegs. Dann können wir hier schon mal ganz gut anfangen. Ne, komm, den Wald mache ich erst weg, wenn ich hier Holz für Leuten gebaut habe. Denn Bier bringt uns Geld. So. Wo baue ich die Stadt hin? Also die Bewohner. Die brauche ich ja nur, bis ich einen Pendlerkai habe. Also kommen die hier hin. Marktplatz. Na komm, erstmal Bewohner. Jetzt der Marktplatz. Na, das war zu viel Holz. Ist besser zum Plan. Jetzt der Marktplatz. Wo ist er? Da. Nee. Wirtshaus direkt dran. Bauen. Und Verbrauchsgüter. Ach, wir haben ja die zusätzlichen Arbeitskräfte durch die Zeitung. Ey, das ist verdammt gut. Mit ihnen. Durch die Zeitung. Für den Anfang ist das echt nett. Blueprint nehmen wir mal da aus. So. Und so. Das schafft der Konto dann hier abzuholen. Und dann kriegen wir Holz und das Schiff kommt jetzt an. Perfektes Timing. Vom Stapel gelaufen. Perfektes Timing und dann können wir hier ordentlich losstarten mit Bier, ne? Okay.
So. Dann brauche ich Fische. Schnaps können wir hier nicht anbauen, sehe ich gerade. Aber Arbeiterkleidung halt. Da kommen die, bauen wir dann auch. Ja, hier unten dran. Einfach mal zwei Produktionen. Kommt sowieso alles weg, wenn wir den Pendlerkai haben. Und nicht vergessen die Feuerwehr. Ei, ei. Holz abladen. Und rüberfahren. Kanonengießerei langsam mal eine bauen. Ach, wir haben ja schon eine, also zwei bauen. Und hier geht's voran. Ja, komm, gehen wir dich mal ab. Wir haben mittlerweile genug Rohstoffe. Arbeiterkleidung stagniert nur. Also noch mehr davon. Okay. Brot haben wir lange, lange genug. Keine Quests. Viele Benachrichtigungen. Neue Befehle? Gut, er hat nichts. Warum müssen wir sie bezahlen? In der nächsten Folge müssen wir sie wieder bezahlen. Wir sind im Minus. Oh. Wir waren vorhin so schön im Plus. Okay. Dann fangen wir mal hier mit den Rasieren. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Okay. So, ist doch direkt viel besser. Ach, hier fehlt der Weg. Okay. Schiff vom Stapel gelaufen. Ja, fangen wir mal an. Verbrauchsgüter, Bier. Wo fange ich an? Ich ziehe hier eine Straße. Baue hier ein Lagerhaus. Ziehe die Straße durch. Und fange hier an. Vier, fünf, sechs. So, und die muss ich erstmal alle bauen. Dafür brauchen wir auch mehr Bauern gleich. So. Einige Felder. Aber die können ja schon mal produzieren, ne? Was führt sie zu uns? Die brauchen ja viel weniger Felder. Also ich mache direkt eine doppelte Produktion an Bier. Moment, eben Holz rüberschicken. Und Schiffe verkaufen. Wir sind auch wieder fast pleite. Ich biete Ihnen... Schoner steht bereit. Oh. Dann müsste ich mal bei der Seife gucken gleich. Sehen Sie? Wie viel wir haben, ob ich die auch mal langsam verkaufe.
Nee, noch nicht. Nur 41 Tonnen. Bereit für neue Befehle. Noch nicht. Und es ist nur noch das Bier, was fehlt. Ne? Aber wir können schon mal ein Haus upgraden. Sie haben ein neues Stufe 3. Erreicht. Zeitalter der Handwerkskunst. Fleischkonserven, Nähmaschinen, Theater, ganz viel, was wir wieder bauen können. Alles, was ich je wollte, aber erstmal Bier. Ein Ort zum Leben und Arbeiten. So. Ich habe da Pläne für neue Expeditionen. Ach ja, Expedition muss ich auch gleich machen. Flaggschiff steht zu dir. Muss ich nicht gleich machen, mache ich jetzt. Items habe ich keine. Schiff vom Stapel gelaufen. Finsternis. Wir brauchen Glaube. Glaube ist Brot. Dann brauchen wir Jagdglück. Da habe ich, glaube ich, nichts. Das ist normalerweise hier Lehm. Redegabe, das ist Bier, aber haben wir auch nicht. Aber Schnaps, ne? Ne, Schnaps ist Heilkunst. Oh, Leute, uns fehlt richtig was. In ach, hier haben wir Jagdglück. Geboren, in den Wellen gestorben. Ja, für Redegabe haben wir tatsächlich nichts. Dann nehmen wir noch mit Geschick. So, einfach mal los, schaffen wir schon. Wo war ich gerade hier? Was wollte ich machen? Ich bin voll raus. So, ein Schiff. Hier, Lagerhaus. Okay. So, und die Folge ist gleich auch schon wieder zu Ende, sehe ich gerade. Ich versuche jetzt wirklich schon so mindestens 4-5 Videos davon die Woche rauszubringen. Nicht wie angekündigt nur 3. Ich muss ja gucken, wie ich Zeit habe. Wenn ihr Glück habt, bringe ich sogar 7 Videos die Woche raus, immer abends 18 Uhr. Ne? Aber muss ich halt gucken. Gestern zum Beispiel habe ich es nicht geschafft. Also gestern war ich nicht eine Minute am Rechner. Nur unterwegs hat man schon mal. Dafür will ich heute und morgen ziemlich viel vorproduzieren für ein paar Tage. Dass ich nächste Woche nicht so einen Stress habe und Tage ausfallen lassen muss. 3600 Bewohner, wir sind Profilstufe 10. Gucken wir eben in der Diplomatie. Einschmeicheln geht nicht, das ist nur leicht erhöht. Was war bei ihr nochmal besser? Geld bezahlen oder einschmeicheln? Schrecken einschmeicheln, okay. Nächste Folge haben wir dann Bier. Das läuft jetzt erstmal hier ein bisschen. Da brauchen wir dann auch 2 Schiffe, die das hin und her transportieren. Einsatzbereit. Können wir ja schon mal machen. Stapel gelaufen. Von hier nach da. Die Name braucht auch wieder die Insel braucht auch wieder einen Namen. Könnt ihr gerne wieder Vorschläge machen. Und landwirtschaftliche Produkte. Weizen. Und ausladen. Schoner steht bereit. Und du auch. Von hier nach da. Einladen Hopfen. Und ausladen. So. Quests hat er keine, sonst hätte ich noch mehr gemacht. Ich frage ihn jetzt gleich mal eben, ob er noch eine Quest für uns hat. Ich bewundere Nein. deine Spontanität, doch... Leider nicht. Sie? Ne, können wir gar nicht fragen. Okay, wenn wir Bier haben, sind wir wieder deutlich im Plus, denke ich mal. Die Expedition ist am Laufen, Schiffe sind am Produzieren. Dann würde ich mal sagen, ich bin das Ding. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, Daumen hoch, Abo. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss.